Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Tor Salt Republic. Und wir schribbeln die Dimsen zur nächsten Questreihe. Zeige alle autorisierten Ziele an. Dahin bitte. Reiseroute bestätigt. Zeig mir doch mal die große Map. Nee, nicht die. Hier. Ja, wir decken jetzt das nächste Gebiet auf. Ist aber nicht groß. Also, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Da ist der Dulli, zu dem ich muss. Auf diesem Planeten hat man sogar einen sicheren Ort aufgeführt, dass wir alle umdrehen in die Luft fliegen könnte. Du sagst es. Willkommen an der Front. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Tüftler 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes. Und falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Raus mit der Sprache, aber schnell. Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein halbes Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Jetzt bin ich neugierig. Unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Das klingt nach einem Plan. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Balmoraner, den wir angeworben haben. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Sicher transportieren? Das geht bei mir nicht gut. Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich... Ach, ist ja auch egal. Ist ein ganz schöner Plan, den der Tüftler da hat. Was meint ihr? Eine belanglose Angelegenheit, aber ich kümmere mich darum. Ich meinte nicht den Schwierigkeitsgrad. Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln. Aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten. Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Oh. Niemand, der sich an der Leiche eines Soldaten zu schaffen macht, ist unschuldig. Nein, aber es ist praktischer, Soldaten zu töten statt Zivilisten. Richtig? Wir wollen Ziele von hohem Wert. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Com-Einheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Ist euch mal in den Sinn gekommen, dass der Plan vom Tüftler davon abhängt, dass ihr Befehle befolgt? Tut mir leid, ich wollte nur etwas Initiative zeigen. Hier sind die vorbereiteten Com-Einheiten. Sie sind erst dann scharf, wenn Kanal 5 eingestellt wird. Platziert sie und geht einfach weg. Tüftler 66 wird die Kommunikationsfrequenzen des Widerstands abhören. Sprecht mit ihm, wenn ihr fertig seid. Das Argument mit den Kindern war schon echt stark, aber wir sind ein Sith. Wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Außerdem... Was soll ich sagen? Es geht halt einfach mal nicht anders. Auch wenn es mir irgendwo leid tut, dass da Zivilisten und auch Kinder...
Egal, wir schlagen jetzt mal ein anderes Thema ein hier. Hey, wo komme ich denn hier raus? Dorte. Da stampft irgendwas. Wow. Da ist der Ausgang. Bounce, bounce, bounce. Das ist aber jetzt ein großes Stück aufgedeckt worden. Erze! Erze! Und hier vorne liegt Nummer 5. Hier unten war der Dulli. Ich habe auf den Frequenzen des Widerstands Gespräche abgehört, während ihr weg wart, um die Sprengsätze zu platzieren. Der Widerstand hat bisher 3 Bomben ausgelöst. Beim ersten Knall sind sie alle weggerannt. Danach haben sie natürlich versucht, sich über die COM-Einheiten zu verständigen. Das Ergebnis könnt ihr euch vorstellen. Das war mal eine erfolgreiche Aktion. Das war nichts Besonderes. Nun, es hat sie voll erwischt. Eine Bombe ging direkt bei ihrer Krankenstation hoch. Davon müssen sie sich erstmal erholen. Und jetzt müssen sie Nachforschungen anstellen, um unsere Methode herauszufinden. Wir werden ihnen lange Zeit voraus sein. Ist egal, die haben alle keinen wirklich besonderen Bonus. Kein Einfluss, kleiner Einfluss. Kleiner Einfluss. Jetzt müssen wir dort hin. Der letzte Atemzug der Republik. Giftbomben. Zerstöre die Giftbomben. Ich müsste jetzt eigentlich dort hin. Werden wir auch machen.
Machen erstmal die Giftbomben, dann verschwindet das hier. Ich könnte natürlich auch die Reise benutzen. Ne? Aber ich will mir die Umgebung angucken. Sieht halt immer noch richtig geil aus. Und da gibt's Erze. Fahre ich jetzt richtig? Nee. Hä? Stopp mal. Hä? Natürlich doch. Ich fahre doch richtig. Einfach nur geil aus hier. Das sieht einfach nur geil aus. Ihr seht ja bestimmt hier, besiege jeden Nord Armin. Das werden wir uns ganz zum Schluss aufheben. Dort hin. Ach, da lang. Okay. Nee, wir müssen an euch leider vorbei. Haben wir das große Stück aufgedeckt. Okay. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Boah, sieht so baba aus. Ich muss halt immer mal wieder die Minimap aufmachen, weil sonst verfahre ich mich. Nicht in diesen Sumpf reinplumpsen, ne? Oh, du Arschloch! Gleich geht's besser. Oh.
Nee, die Ärzte lasse ich jetzt mal liegen. Nein, die haben schweres Geschütz. Hallo? Alter! Darum geht's weiter. Ich hasse das, wenn die ihn so durch die Gegend bouncen. So, wieder eine Mission abgeschlossen. Besser als meine. Und das sowieso. Wett. Hallo? Deine Schuhe machen 192, die machen 270. Beherrschung, Ausdauer 1920. Ey, die sind auf jeden Fall besser hier. Thank you.
So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Läuft. Ganz ehrlich, ich will jetzt was versuchen. Ja gut, das geht noch. Wow! Gleich geht's besser. Ja, komm, wir müssen so oder so kämpfen. Soll ich jetzt Angst haben? Ach komm, ihr kriegt mich doch eh nicht. Lasst es sein. Hä, warum wird mir der markanische Außenposten da unten noch grün markiert? Da war ich doch schon. Hä? Zahltag. Wir decken jetzt erstmal hier ganz in Ruhe die Map auf, würde ich sagen. Ist ja nicht mehr so viel, hoffentlich. Dunkle Seite Stufe 2 erreicht. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Das heißt, auch Glück bei der bald bestimmt neues Lichtschwert. Sorge die Energieregulatoren, zerstöre die Verteidigungsstellen. Zahltag, das ist dort. Projekt 6 Fuß? Okay. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Dahin! Reiseroute bestätigt.
Lager ohne Lagerfeuer? Sachen gibt's. War immer noch nicht alles aufgedeckt. Eieiei. Immer noch nicht alles aufgedeckt. Aber was ich hier gerade so mitbekomme, in so einem Berg alte Sith-Akademie reinbauen wäre schon nice. Keine Ahnung, was das hier mit den Piloten auf sich hat. Die lasse ich jetzt einfach erst einmal in Ruhe. Oh, was? Oh, oh. Zum republikanischen Versteck. Da sind die Jedis. Nein, das möchte ich noch nicht machen. Ich habe ja gesagt, das heben wir uns. Die Nebenquest heben uns ganz zum Schluss auf. Feind baut Essen an. Oh, auch hier. Kommen wir hier hinten lang? Nee. Scheiße. Ich will nicht kämpfen. Nein! Hahaha. Fuck! Hallo, Maus? Da! Da sind wir einfach mal Stufe 30 geworden. Tschüssikowski. Ja, alles was so hell ist, kann man halt noch aufdecken. Das heißt, dort könnte man auch noch mal hin. Weil gratis XP, Erfahrung, warum nicht? Das ging ja ruckzuck. Yeah.
Das ging ja rucki zucki. Das Gebiet haben wir auch aufgedeckt und in der nächsten Folge fahren wir hier hinter in das und dann sind wir mit Aufdecken soweit fertig.